Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. Ihr seht gerade richtig, ich befinde mich gerade nicht auf der offiziellen Homepage von Happy Wheels, also TotalJerkface.com, da die gerade eben umgemodelt wird. Lustigerweise, ja, praktisch gerade eben, als ich den letzten bzw. vorletzten Part aufnehmen wollte für den Urlaub, der jetzt auch wieder vorbei ist. Ich glaube, heute komme ich... Nee, ich bin schon zu Hause. Jetzt sollte ich eigentlich schon zu Hause sein, aber egal. Ich werde jetzt wirklich ausnahmsweise mal die Anfangslevel nochmal spielen. Ist ja jetzt auch schon ungefähr 80 Parts her, ne? Dass ich das Ganze eben ausprobiert habe hier. Somit machte den Braten auch nicht fett. Für mich ist das wie, als hätte ich es nie gespielt, weil es schon so lange her ist. Gut, fangen wir am besten mal an. Hier dran erinnere ich mich zum Beispiel schon mal nicht. Ja, okay, das war schon mal total schlechtes Timing. Moment. Und jetzt. Yay, ich kann fliehen. Ja, das ist doch nicht fair, sag mal. Ja, nice. Einfach nice. Hui, halt die. Nein, meine Arme. Und bam. Gut, nochmal neu laden. Hui. Komm. Ja, okay, ich sollte wohl doch ein bisschen warten. Und jetzt aber. Yay. Ab nach vorne mit dir. Los, und Spagat. Halt dich fest. Ach, das wart schon. Okay, das Level ist echt ein bisschen lächerlich. Also hättet ihr so ein Level gemacht, dann hätte ich euch vermutlich, was weiß ich, wie wenig Punkte gegeben. Zwei, wenn, ach, ein Punkt. Das verdient noch nicht mal zwei Punkte, so ein Level. Und jetzt. Hui. Nee, ich sollte wirklich mit dem Teil schwingen. Und jetzt. Genau so. Vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten, wer weiß. Komm, komm, ja. Oh, anstatt der mal macht, ne? Unglaublich. Und jetzt aber. Ja. Nice, nice. Und komm, halt dich mit dem Kopf fest. Oh, verdammt. Hä? Warum? Habe ich eine falsche Taste gedrückt? Habe ich jetzt T gedrückt anstatt Z? Und. Ja, ja, ja. Nochmal, nochmal. Oh, verdammt. Also, ist schon relativ schwer, aber... Ich weiß nicht. Nichts Besonderes. Da macht ihr viel bessere Level. Wirklich. Muss man mal betonen. Nein! Oh, verdammt. Das kann man vermutlich auch in einem Try schaffen. Und ja, nice. Aber nicht mit so einem Pech. Los! Noch mehr Schwung? Sag mal, mit wie viel Elan soll ich denn da reinjumpen? Jetzt aber, komm. Ja, nice. Keine Ahnung, was das immer soll. Und wieder zurück. Oh, schade. Oh, nein. Oh, verdammt. Ob wir das in diesem Part noch hinbekommen, wer weiß. Ist jetzt natürlich auch nicht so spannend für euch. Obwohl ich ja mal davon ausgehe, dass... Oh Gott. Die ersten Parts sowieso kaum einer gesehen hat. Also jetzt die... Hatte ich ja vor kurzem erklärt, das Ganze hat ja praktisch mit Let's Flash angefangen. Dass ich das da so ein bisschen angespielt habe. Und da habe ich das ja noch nicht mal auf der offiziellen Homepage gespielt. Somit, muss ich ja am Anfang die Standard-Level gespielt haben, ne? Yay, und... Oh, komm Kopf, du schaffst es. Jetzt aber. Nein, oh, verdammt, direkt erstmal die Arme verloren. Und... Los, 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 los. Warum verliere ich immer sofort den Kopf? Nein, warum hält er sich denn? Komm, komm. Ja, super. Wo der immer stecken bleibt? Also mein Timing scheint hier nicht gerade gut zu sein in dem Spiel. Aber warum immer direkt der Kopf? Das ist doch... Nein, halt dich doch. Komm, ein Versuch noch. Und jetzt. Ja, fail. Okay. Dann doch lieber ein anderes Level. Speed Bridge. Speed Bitch. Bam, hui. Oh ja. Ich erinnere mich sogar noch daran, an das Level.
Also im Prinzip nicht wirklich an der Level, nur in die Tatsache, dass ich hier von so einer Brücke ein Thumbnail erstellt habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja, davon kann ich euch jetzt mal erzählen, das war so eine, wirklich eine richtige Arbeit war das schon immer. Eine richtige Arbeit war das. Ich habe ja von jedem Projekt Sims, Happy Wheels und Little Big Planet, okay, Little Big Planet jetzt nicht wirklich, sehr viel aufnehmen müssen, weil ich eben in den Urlaub gehe oder ja, jetzt wiederkommen eben und ich in der Zeit selbstverständlich keine Pause machen wollte. Wozu auch? Warum auch? Nehme ich halt ein bisschen mehr auf und das war dann, ne? Und da schon alleine, also die Thumbnails waren ja schon heftig, aber die Verlinkungen, wow. Ich meine, ich benutze auch wirklich viele Verlinkungen, muss man ja sagen. Aber das war, hui. Hat schon lange gedauert. Also das waren 20 Stunden Arbeit mindestens. Mindestens. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es dann im Endeffekt so lange dauert. What the fuck? Damn it. Und? Nein. Na, 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 na. Na, 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 na. Muss ich überhaupt lang? Ja. Ich hab's geschafft. Obstakelkurs. Oh Gott. Oh, das ging. Epic Jump. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, Timmy. Tut mir leid. Ist alles okay, Timmy? Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Oh. Geh doch weg, ey. Geh doch. Und. Nein. Oh, genau in mein Herz. Super, ramst dir nochmal rein. Nein. Alter Falter. Ach, ich habe gerade das Standardblut, sehe ich gerade. Weil ich ja nicht auf der richtigen Homepage spiele. Somit weiß die Homepage, auf der ich gerade spiele, gar nicht, was hier abgeht. Und welche Bluteinstellung ich vorher hatte. Aber auch nett, dass mir das jetzt erst auffällt. Boah. Ey, lass mich in Ruhe, ja? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Wow. Oh, tut mir leid, Timmy. Keep going. Ja, hä? Egal. Schauen wir uns nochmal ein anderes Level an. Happy Green Hills. Zwei. Boah. Achso, ne, 227.000 nur. Warte mal, 12 Millionen. 3 Millionen. Also der. Man kann eigentlich schon sagen, der Typ ist mit Sicherheit reich davon geworden. Wenn man überlegt, dass am Anfang noch ein Werbeclip läuft. Dann gehe ich davon schon aus. Ja. Jetzt nicht unbedingt hier bei diesen Leveln, aber allgemein gibt es da sehr viele Level mit ein paar Millionen Views. Und bei einer eigenen Homepage bekommt man sowieso meistens immer mehr Geld als von YouTube selber. Weil YouTube selber noch viel Geld in eine eigene Tasche steckt. Weil die das eben verwalten, ne? Ja. Mal so als kleines Insider-Wissen. Und oh, ja klar, sag mal, was geht's dir noch gut? Geht's dir noch gut? Oh nein. Lass mich in Ruhe. Und noch eine Runde grinden. Los, Timmy. Yay. Los, fahr. Einfach geradeaus, einfach geradeaus. Alles ist okay. Wow, sehr tierisch gelohnt, da den Looping zu nehmen. Wow. Und. Yay. Timmy und ich sind tot. War ein gutes Level. Auf jeden Fall. Dawn of the Dead. Auch ein recht netter Film. Ich muss sagen, wenn ich an den Film denke, dann sehe ich mich eigentlich so als 14-Jährigen. Wie alt war ich da? 14-Jährigen war gerade beim Kollegen. Und es war Halloween, glaube ich. Und da lief das eben. Ich habe mir so in die Hose gemacht. Ich war richtig panisch, kann man schon sagen. Richtig panisch. Und dann bin ich auch später weggegangen und habe Dragon Ball mit dem Kollegen gespielt. Dragon Ball. Sonst war auf der PS1 oder PS2. Oh, komm. Oh, nochmal von vorne. Vata Suppli. Jetzt habe ich mir den Film nochmal angeguckt vor ein paar Monaten. Und naja, also ein paar Stellen sind da schon relativ eklig, sagen wir mal so, aber ansonsten
Keine Ahnung. Ich bin abgestumpfter als früher. Auf jeden Fall. Ich meine, guckt euch mal das Singularity-LP an. Ey, ich wollte ein Spiel mit dem Thema Zeitreise let's playen. Lass mich ja nie spoilern. Ich will ja gar nicht wissen, worum es dann im Spiel geht, weil ich mir nie spoilern lassen will. Deswegen let's playe ich das ja meistens. Also so ein Spiel mit einer richtigen Story. Weil ich mich überraschen lassen will. Wenn mich die Grundidee schon packt, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich eben ein Let's Play davon anfange. Und da habe ich mich dann echt... da war ich schon drin. Nicht geärgert, aber ich war verwundert darüber, dass es dann wirklich ein... Horror-angetouchtes Spiel war. Und so schlimm war es ja noch nicht mal. Muss man ja dazu noch sagen. Und dann dachte ich mir, ja komm, also ein paar Monate später oder so war das, fängst du jetzt noch ein Grusel-Let's Play an, nämlich Dead Space 1, wollte ich auch machen. Hab's dann auch in einem Stream schon mal 2 Stunden aufgenommen. Ja, und nix. Also war, war nicht der Rede wert. Habe ich auch im Stream selber gemerkt. Und früher habe ich mich noch nicht mal, weiß nicht, sobald es dunkel wurde, in dem Spiel getraut weiterzulaufen. Da habe ich dann den Sebastian die ganze Zeit dabei zugeguckt, wie er es gespielt hat. Keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Also irgendwann, keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt immer noch schreckhaft, aber im Vergleich zu damals... Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, weil jetzt ist es schon wieder länger her, dass ich meine, Horrorphase hinter mir habe. Und ich habe schon ewig keine Horrorfilme mehr gesehen. Ja, und keine Ahnung. Also es gibt mit Sicherheit nochmal irgendwann so ein Spiel, wo man sich übelst erschrecken muss, aber ob es mich dann wirklich packt, sehen wir dann. Sag mal, wisst ihr was? Wir beenden das Ganze jetzt hier. Ich renne das Ganze weg, nehme dann eventuell danach noch ein Part auf und dann, ja, sehen wir uns später. Wenn ihr mehr sehen wollt, besucht den Kanal ansonsten. Bis gleich. Tschüss.